Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mich mit dem Slash-Scoreboard-Befehl beschäftigen. Sozusagen euch als kleines Tutorial, wie man den anwendet. Genau. Als allererstes würde ich ganz gern erstmal darüber sprechen, wofür man Scoreboards benutzen kann. Denn es ist nicht so, dass man Scoreboards einfach nur benutzen kann, um die Tote von jemandem zu zählen oder so, sondern es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten. Also wir fangen erstmal so beim, tatsächlich jetzt mal bei dem Kram an. Scoreboards eignen sich halt super, um zum Beispiel die Tote von einem Spieler zu zählen oder seine Kills. Und natürlich kann man auch die Kills, ja, das wird rausgeschnitten. Und natürlich kann man auch dann entsprechend sozusagen Aktionen an die Scores binden. Das ist nämlich ein großer Vorteil. Man kann nämlich im Selector, zum Beispiel in einem Command-Block, execute oder zum Beispiel kill at A, Scores gleich, und dann können wir in den geschweiften Klammern einen Score festlegen, zum Beispiel Test gleich 1 oder höher. Und dann würde dieser Command-Block alle Spieler killen, die den Score 1 oder höher haben bei Test. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist, ihr könnt NBT-Daten, also in NBT, NBT-Daten speichern, also zum Beispiel, wo befindet sich der Spieler gerade. Dafür braucht ihr dann aber 3 Scoreboards, weil es 3 verschiedene Werte gibt. Oder ihr speichert sie alle hintereinander und führt dann, egal. Also ihr könnt zum Beispiel die Position speichern, ihr könnt den Spawnpoint von einem Spieler, also den, ich glaube es ist der Spawnpoint, ich bin mir aber nicht sicher. Naja, im Prinzip auch. Ihr könnt die UUID, wichtig bei der UUID ist, ihr müsst dann immer einen bestimmten Teil davon angeben, weil das halt 4 Zahlen sind. Und deshalb müsste dann zum Beispiel UUID dann in eckigen Klammern 0. Das wäre dann die erste Zahl. Ihr könnt meine totalen XPs, wie lange ich schon tot bin, ob ich den Innerdrachen schon besiegt habe und dann diese Credits da schon angezeigt bekommen habe. Das XP-Level, welche Rotation ich habe. Ihr könnt in dem Scoreboard auch speichern, was ich für einen Score habe. Ihr könnt speichern, das klingt irgendwie seltsam, aber also Level-Score. Ihr könnt speichern, was ich für einen Inventar-Slot ausgewählt habe. Also zum Beispiel, das ist jetzt 0. Selected Item Slot nennt sich das. Ihr seht 0 und das ist jetzt zum Beispiel 1. Und das hier ist die 8. Genau. Also ihr könnt zum Beispiel also NBT-Daten da drin speichern. Was ihr auch machen könnt, das habe ich übrigens hier bei den Command-Blöcken auch verwendet, dann sage ich aber nicht, was da, also womit das zu tun hat. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt Scoreboards benutzen, um Timer zu erstellen. Das heißt, anstatt dass ihr irgendwie so macht und dann macht ihr da so ellenlange Repeater-Dinger dahinter, macht ihr einen Command-Block, zum Beispiel Scoreboard Player Set. Hashtag Timer Data 100, ja, und wenn ihr dann macht ihr hier noch so einen Knopf hin, so, und dann könnt ihr zum Beispiel, also das sind dann 5 Sekunden jetzt in dem Fall, und dann könnt ihr zum Beispiel nicht so, das mache ich denn da, so, das machen, und dann könnt ihr in den Repeating Command schreiben, execute if score, was hatten wir den getauft, Hashtag Timer, Data, Matches 0, Punkt, Punkt, Run, Scoreboard, Players, Remove, Hashtag Timer, Data 1. So, und natürlich könnt ihr jetzt hier damit einen Timer machen, das heißt, ihr stellt hier einen Command-Block hin und schreibt C, Ende. Was jetzt passiert ist, 5 Sekunden lang, 3, 4, 5, und dann geht's aus. Okay, ich bin ein bisschen zu schnell bla bla bla. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und dann wird das Ende angezeigt. Das ist natürlich eine wesentlich kompaktere Form als, lass mich überlegen, ich glaube, das ist
Das ist, glaube ich, eine halbe Sekunde. Also 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann könnte man einfach mal zur Überprüfung. Nee, so geht auch. Und ihr seht, das ist, glaube ich, ungefähr das gleiche, ja, sollte, ne? Ja, ungefähr. Also das sind jetzt war ein bisschen zu schnell. Ich glaube, müssen das sogar noch zwei mehr sein. Mal gucken. Ja, ungefähr. Sogar fast, also noch einen, also hier den sogar noch auf volle Stufe. Und ihr seht, das ist sehr unpraktisch. Und natürlich, jetzt bei 5 Sekunden ist es vielleicht nicht so ein Ding. Aber wenn ihr wollt, dass das Ding 60 Sekunden runterzählt, ja, das waren 5, das müsst ihr überlegen. 60 ist ja nochmal das, lasst mich überlegen, das Zwölffache. Das heißt, ihr habt statt diesen vielen Repeatern nochmal 12 mal so viel. Dann könnt ihr da die ganze Fläche hier unten ausfüllen für eine Minute. Und da ist es natürlich viel einfacher, wenn man hier einfach statt 100, was 5 Sekunden entspricht, das Zwölffache, also 1200 eingibt. Ja, und mehr ist es nicht. Und jetzt braucht das halt eine Minute, bis es, also bis es ausgeht. Und man, ja. Das ist jetzt ungünstig. So jetzt, oder? Mist, ich krieg ihn. Verdammt, ich krieg ihn. So, jetzt. Genau, was könnt ihr noch mit Scoreboards machen? Ihr könnt Scoreboards als Trigger verwenden. Ihr kennt ja sicher von Plugins und so, dass man irgendwie eingibt slash hub oder so. Gibt es natürlich jetzt leider nicht im echten Minecraft, aber das kann man auch mit Scoreboards machen. Und zwar Scoreboard, also ich, kann man das hinzufügen. Und dann kann man da nämlich eingeben Trigger. Und dann muss man das Scoreboard für die Spieler enablen. Nenne ich es jetzt mal so schön gedenklich. Und dann kann man das mit Trigger triggern. So. Jetzt, das war so der grobe Anwendungsbereich. Jetzt machen wir uns mal daran, wie der Scoreboard-Befehl funktioniert. Also, ihr könnt natürlich in keiner Welt was mit Scoreboards machen, wenn ihr keine Scoreboards habt. Das heißt, Schritt 1 ist immer ein Scoreboard erstellen. Also slash Scoreboard. Dann wählt ihr aus Objectives, Add. Und dann müsst ihr jetzt einen Namen eingeben. Der Name kann alles Mögliche sein. Es gibt eine Charakter-, also eine Längenbegrenzung. Die ist, ach nee, die haben, oh, die haben sie gefixt. Okay. Also früher war, war das Maximum, ich glaube, 13 Buchstaben, aber jetzt geht es schon mal weiter. Ihr könnt hier zum Beispiel keine Doppelpunkte, keine Hashtags benutzen. Mal geht nicht, plus geht. Die Dinge gehen, glaube ich, auch nicht, genau. Also es gibt viele Sachen, die dürft ihr hier nicht verwenden. Und deshalb nehmt am besten etwas, also ein etwas, das, also pass auf, ihr könnt sozusagen, da müsst ihr einfach nur was nehmen, was ihr sozusagen im Command-Block oder später, wenn ihr halt diesen damit was modifizieren wollt, dann sollte es natürlich möglichst schnell gehen. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Beispiel. So, und nächstes ist jetzt, jetzt müssen wir ein Kriterium aussuchen. Da gibt es, ich glaube, also es sind bestimmt 200. Also es gibt für jeden Block, also für jedes Item, das man irgendwo hinsetzen kann, gibt es ein Scoreboard. Da zählt allerdings da rein auch noch so Sachen wie, also bei Schneebällen, used heißt in dem Fall geworfen. Dann gibt es zum Beispiel die Luft, die ein Spieler hat. Dann gibt es die Rüstung, die ein Spieler hat. Wie oft er gestorben ist, ist Death Count. Dummy ist ein Score, der von nichts abhängig ist. Den könnt ihr dann also jederzeit modifizieren, ohne dass er irgendwas anderes durch irgendwas anderes modifiziert wird. Food und Health gibt natürlich dann entsprechend den Hunger und den Lebenswert an. Killed by Team, bla bla bla, sind halt natürlich dann entsprechend diese Kills, die man durch andere Teams. Level ist das Level. Dann Broken ist wichtig. Broken heißt nicht, also ist nicht dasselbe wie meint, ja? Also da muss man einen Unterschied machen. Ich weiß nicht, warum das so verwackt ist, also ich kann euch das mal zeigen. Dieser, wenn ich den jetzt abbaue im Survival-Modus, dann zählt das nicht als broken. Das ist dann meint. Okay?
Also ich müsste sozusagen Scoreboard Objectives Add Beispiel und dann Minecraft.mind Minecraft.polished_andesite. So, genau, was gibt es noch? Achso, es gibt noch Custom. Custom heißt nicht, dass ihr hier eure eigenen Scoreboards erstellen könnt. Wäre auch zu schön, also eure eigenen Kriterien, aber da sind so Sachen wie drin wie Tune Note Block, also rechtsklicken Notenblock, laufe auf dem Wasser 1 cm, laufe 1 cm, wie nennt sich das auf Deutsch nochmal? Ich hab's vergessen. Läute eine Glocke, fahr mit dem Boot. Zentimeter meint übrigens, doch, Zentimeter meint Meter, soweit ich. Nee, Zentimeter ist Zentimeter, genau, so stimmt's. Clean Armor, Clean Banner, Clean Schalker Box, Climb One Zentimeter oder Krieche, dann die ganzen Damage-Sachen, also wie viel hast du mit einem Schild geblockt, wie viel hast du bekommen, wie viel hast du, wie widerstanden. Dann die Death gibt's noch, warum auch immer ist da jetzt Minecraft Custom, Minecraft.deaths gibt und egal. Gibt's noch Drop, also wie oft ihr Sachen gedroppt habt. Ach ja, okay, also ihr könnt, einmal könnt ihr gucken mit Custom Drop, wie viele Items ein Spieler insgesamt gedroppt hat und ihr könnt gucken, ihr könnt für jedes, also für ein Item das einzeln machen. Gut. Was gibt es noch? Bei den Custom-Sachen gibt es dann noch so Sachen wie Trigger Trap Chest, also wenn jemand so eine Redstone Chest aktiviert hat. Ich gehe jetzt hier mal durch. Ach ja, ihr könnt gucken, ob jemand was gecraftet hat. Also im Prinzip alles. So, wir nehmen jetzt in diesem Fall mal einfach Dummy, weil das sozusagen das unabhängige Kriterium ist. Und jetzt könntet ihr Enter drücken und dann wird das erstellt. Dann heißt das auch Created New Objective Beispiel. Ich mache das jetzt mal wieder weg. Was ihr nämlich auch machen könnt, ist, ihr könnt dahinter, ihr seht, da zeigt er jetzt so eine Fehlermeldung an, aber ihr könnt zum Beispiel hier hinschreiben Gewicht, ja? Und jetzt seht ihr, steht im Chat nicht mehr Created New Objective Beispiel, sondern Created New Objective Gewicht. Trotzdem, wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei mir sozusagen das beim Gewicht was hinzufüge, heißt das Scoreboard Beispiel. Das hat damit zu tun, dass wir hier, ich kann euch das mal zeigen, Display Name steht. Das heißt, das ist nicht der Scoreboard Name sozusagen, sondern es ist das, was euch angezeigt wird, wenn ihr es zum Beispiel an die Sidebar macht. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wie könnt ihr jetzt euer Scoreboard anzeigen lassen? / Scoreboard, Objectives, Set Display und dann könnt ihr auswählen. Below Name, also unter Name. List bezeichnet, wenn ihr zum Beispiel auf den Server Tab drückt, dann wird da der Score angezeigt. Die Sidebar ist hier rechts der Kram. Dann könnt ihr noch für die einzelnen Teams das auswählen und das war es dann auch schon wieder. Wir nehmen jetzt mal ein globales, also Sidebar. Und dann, wenn ihr jetzt nur drückt, steht da Nothing changed, that display slot is already empty. Denn, wenn ihr nur eingibt, Scoreboard Objectives, set display sidebar, dann werden sozusagen alle Scoreboards, die rechts sind, werden dann weggemacht. Das heißt, ihr müsst danach zum Beispiel schreiben, Beispiel. Und jetzt werdet ihr sehen, steht rechts nicht an der Sidebar Beispiel, sondern Gewicht. Und das ist nämlich jetzt der Display-Name. Und den könnt ihr dann halt am Anfang festlegen und später modifizieren. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. So, ihr seht, da ist jetzt also unser Scoreboard. Und das können wir natürlich auch wieder wegmachen. Nicht damit, sondern wir können es wieder weg von der Seite machen. Dann geben wir einfach nur ein / Scoreboard, Objectives, Set Display, Sidebar und lassen den Rest weg und dann wird es weggemacht. Was gibt es noch? Ihr könnt zum einen gucken, wie viele, also welche Scoreboards habt ihr in eurem, in eurer Welt? Ihr könnt die Scoreboards wegmachen. Das heißt zum Beispiel, hier habe ich jetzt das unnötige Test. Ja, das kann ich wegmachen. So, ist weg. Jetzt ist das auch nicht mehr in der Liste drin. Wichtig ist, dann werden natürlich entsprechend auch alle Scores von jedem Spieler weggemacht, ne? Also resettet.
Was könnt ihr noch machen? Ihr könnt es modifieren. Und das ist jetzt der nächste Punkt, Modify. Zum Beispiel nehmen wir jetzt wieder Beispiel und jetzt könnt ihr zum Beispiel Render Type, Hearts oder Integer, das hat damit zu tun, wie es, ich weiß gar nicht, womit das zu tun hat, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich glaube aber, dass das eigentlich einfach nur als, als Layout oder so ist. Nächste Sache ist Display Name. Incorrect Argument for comment at position 50 und dann zeigt er euch einen Fehler an, denn ihr müsst hier einen JSON-Text angeben. JSON ist im Prinzip nichts anderes als in geschweiften Klammern die Werte, also passt auf, zum Beispiel ein JSON-Text ist, wir haben jetzt die geschweiften Klammern und dann wollen wir einen Text haben, dann können wir aber nicht hier einfach nur hinschreiben ASD, sondern wir müssen dann schreiben in Anführungszeichen Text Doppelpunkt, nochmal Anführungszeichen, ASD. Und dann können wir dahinter ein Komma machen und zum Beispiel noch die Farbe festlegen. Ups. Und das können wir dann natürlich auch hier machen. Modify Beispiel, Display Name. Und dann können wir zum Beispiel, ihr seht, das wird dann einem rot angezeigt, aber jetzt wird es wieder gelb. Und jetzt können wir zum Beispiel schreiben, willkommen in dieser Welt. Und zwar möchten wir das in der Farbe rot haben. Und jetzt seht ihr, change the display name of Beispiel to Willkommen in dieser Welt. Und jetzt mache ich das nochmal hier hin. Und dann seht ihr, da steht Willkommen in dieser Welt. Ich mache das wieder weg. Ach nee, wir lassen es mal da. Und zwar gibt es noch Scoreboard Players. Und da kommen jetzt sozusagen die nächsten Sachen. Fangen wir ganz simpel an mit Add. Gib 1 für Scoreboard Players Add. Damit sagt ihr sozusagen Minecraft, okay, ich möchte einem Spieler, der noch nicht definiert ist, das kommt dann gleich, ich möchte einem Spieler einen Score, der noch nicht definiert ist, das kommt auch gleich, etwas hinzufügen. Wichtig ist, ihr könnt nicht hier schreiben, Scoreboard Players at Kangaroo, bla bla bla, minus 30, sondern dafür gibt es dann Scoreboard Players Remove. Also, wir machen jetzt zum Beispiel, wählen wir jetzt mal Kangaroo aus, ja, also Scoreboard Players at Kangaroo 24 und dann nehmen, müssen wir das Scoreboard auswählen, zum Beispiel Beispiel. Und jetzt steht da Score. Was ihr hier jetzt eingeben müsst, ist der Wert, den ihr dem mir sozusagen, den ich mir selbst jetzt addieren möchte. Also zum Beispiel Kango habe ich jetzt 12. Jetzt gebe ich da 12 ein, dann seht ihr, steigt der Wert auf 24. Wie gesagt, nicht Minus, das funktioniert nicht. Ihr seht, da steht Integer must not be less than 0 found, also ne, es ist unter 0. Und das ist das Problem, denn der beim hier, ach ja, übrigens, 0 geht auch. Macht nur keinen Sinn, ne? Ihr könnt also hier dann jede beliebige Zahl eingeben. Es gibt ein Maximum, das ist, glaube ich, ich glaube, es ist ein normaler Integer. Ich bin mir aber nicht sicher. Also es geht nicht, ihr seht, das fängt dann an total rumzubuggen, weil, ihr seht, ich habe mir ja eigentlich, füge ich was hinzu, aber es gibt, also es ist halt so, bei einem Integer in der Programmiersprache ist es so, wenn man das Maximum überschreitet, dann geht das in den negativen Wert. Darum geht es aber nicht. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, ist alles schön und gut, aber jetzt soll der wieder weniger haben. Das heißt, ihr gebt eins für Scoreboard Players Remove, Spielername, Scoreboard Objective und dann die Zahl 12. Nicht minus 12, hat keinen Sinn, weil dann würdet ihr es eigentlich wieder addieren, sondern zum Beispiel 12. Und dann, damit man es besser sehen kann, ne, also mit 12 und dann wird es removed. Was ihr noch machen könnt ist, es wäre natürlich jetzt doof, wenn man einen langen, also einen sehr tiefen Score hat und dann möchte für den Spieler es wieder auf 0 setzen, dann muss man schreiben execute as at a unless score at s ach nee, warte, scoreboard players add at a scores gleich Beispiel gleich minus 1, nee, Punkt, Punkt, minus 1, also alle Spieler, die einen geringen Score von minus 1 haben, run scoreboard players add at s, Beispiel 1. Das ist ja völlig bescheuert, weil wer will denn bei minus 1000 Dauerzeit auch entsprechend lange, bis man wieder auf 0 ist, weil man ja nur 20 Mal das pro Sekunde ausführen kann. Deshalb könnt ihr auch set benutzen. Scoreboard players set, Spielername, scoreboard objective, das ist immer falsch schreibe, ey. Und dann könnt ihr zum Beispiel einen Wert nehmen, zum Beispiel wieder 12 und dann wird es direkt auf 12 gesetzt oder 0. Genau.
Dann, was gibt es noch? Wir hatten jetzt set, add, remove. Genau, dann könnt ihr noch get nehmen. Scoreboard Players get, Spielername, Scoreboard und nichts dahinter. Und dann wird euch angezeigt im Chat zum Beispiel, was ich für einen Score habe. Das könnt ihr zum Beispiel dann auslesen mit per Command-Block und irgendwo anders rein implementieren. Genau. Was gibt es noch? Dann haben wir Operation. Das ist sehr kompliziert. Den Befehl werde ich, also den Teil werde ich euch nicht ganz genau erklären. Operation ist sozusagen, damit könnt ihr mathematische Operationen machen. Also zum Beispiel meinen eigenen Wert, also den Wert von Kengo24, den Beispielwert plus den Wert von mir Projectile-ID und dann wird das darauf gesetzt. So, darum, das möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, weil das sehr komplex ist. Genau, Reset, was das macht, ist, ihr müsst einfach eingeben, das Scoreboard Place Reset, Spielername, Scoreboard und dann wird das komplett resettet. Solange ein Spieler kein Score hat auf einem Scoreboard, wird das auch nicht angezeigt. Erst wenn ich zum Beispiel meinen Score auf 0 setze, dann wird es wieder angezeigt. Genau, dann gibt es noch Scoreboard Players List. Da müsst ihr auch den Spielernamen eingeben und dann wird angezeigt, was ich in was ich für einzelne, also was ich bei den jeweiligen Scores, die für mich festgelegt sind, für Werte habe. Dann gibt es noch Scoreboard Players, was hatten wir noch? Ach genau, letztes ist Enable. Wenn ihr das eingebt, das ist für die Trigger, denn es ist so, wenn ihr ein Scoreboard Objective hinzufügt, jetzt wird es ja immer schlimmer, Edit vor allem, dann müsst ihr das erst dem Spieler erlauben, das zu benutzen. Und das macht ihr mit Scoreboard Players Enable. Also Scoreboard Players Enable, der Selector und dann das müsstet ihr hier das Scoreboard Objective angeben. Das, hier wird jetzt nichts angezeigt, weil es kein Scoreboard gibt, dass sie das Kriterium Trigger hat. Nur wenn ihr, also ihr könnt auch nicht einfach irgendwelche da nehmen, sondern es müssen welche sein, die beim Erstellen hinten haben, nicht Minecraft, sondern einfach nur Trigger. Das ist wichtig, Trigger. Dann wird es angezeigt. Wenn alles andere geht, zählt dann nicht. Ja, das war's mit dem Scoreboard-Befehl. Damit könnt ihr dann die ganzen Sachen machen. JSON-Text ist natürlich immer, muss man durchaus auch ein bisschen beherrschen. Aber das ist recht einfach. Ihr könnt übrigens auch nur die Anführungszeichen nehmen, zwei, und da was reinschreiben. Das könnt ihr aber dann weder Farbe noch, ob es schräg oder unterstrichen ist. Alternativ gibt es im Internet auch immer irgendwelche Generatoren, zum Beispiel, wie nennt sich der nochmal? Gute Frage. Also das Minecraft JSON, ihr müsst einfach, ach genau, ihr gebt einfach ein in die Suchzeile Minecraft Terror Generator oder so, oder Minecraft JSON Text Generator und dann könnt ihr da sozusagen in dem Interface das machen. Das heißt, ihr wählt die Farbe aus und die Website schreibt das dann um und dann müsst ihr euch nur noch den Befehl kopieren. Ja, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und da gibt's dann eventuell wieder ein Datapack. Freut euch also auf die nächste Datapack-Vorstellung. Das wird sicher gar nicht mal so schlecht, das Datapack. Behaupte ich jetzt mal so frech. Und bis dahin, bleibt gesund. Habt eine schöne Woche. Oder schöne Wochen, je nachdem, wie lange es dauert. Das weiß ich ja selber nie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.